herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Ja, wir waren heute nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Wir wollten ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt. Tarik ist hingefahren mit jemandem, weil ich denke mal, das war das Wetter. Ich hatte ziemliche Kopfweh heute. Aber so richtig, und habe gesagt, das tue ich mir nicht an. Gestern war mir zu regnerisch und heute, sage ich, dann war es halt nicht anders. Hat aber immer was Gutes zu bedeuten. Jetzt dachte ich, ich mache euch mal ein Video, weil nicht nur ich, sondern auch andere, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Einheimischen, haben Angst hier in Mahmoodlah auf den Straßen. Jetzt fragt ihr euch, warum? Katja ist doch immer alles so sicher. Nein, es ist sicher, aber wisst ihr was? Die Hunde von den Bergen kommen langsam runter, immer im Winter. Eigentlich sind es so ein Rudel von 2 bis 3, ja? Aber das waren 10 bis 12 Stück. Das Schlimme ist, die haben sich in der Nähe von der Jekta Mall zuerst aufgehalten. Da ist auch eine Schule oben. Und bei der anderen Schule, bei diesem Börekladen, wo genau gegenüber von der Schule ist. Und die Eltern haben wirklich Angst, dass ihre Kinder, man, ja, sau viele gehen alleine zur Schule, ja. Und was ich auch gut nachvollziehen kann, erstens sind die ja tollwutgefährdet, ne? Hier, die kommen ja oben aus der Berge. Und dass so ein großes Rudel runtergekommen ist, ist wirklich selten. Ich hänge euch das mal hinten im Anhang ran. Ja, ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Jetzt kommt der Hammer. Ich dachte gestern, ach komm, die Sonne scheint ein bisschen, ich gehe ein bisschen raus, laufe da so lang hier, also bei uns da die Kreuzung, wollte nur so einmal kurz im Block, also da und dann durch den Park. Ich sag, oh, wie cool, weil eigentlich wollten die da schon gebaut haben, haben sie aber noch nicht angefangen. Ich denke, oh, wie cool, da liegen kleine Kälber, die Farbe so, ne? So kenne ich ja hier von Bärebach und so, ne? Da gucke ich noch mal genau hin, da gucken die hoch. Ey Leute, das waren die Kangals. Ehrlich, ich habe richtig Panik gekriegt. Also ich habe richtig Panik gekriegt. Bin natürlich sofort umgedreht, weil die spüren Angst. Und ich habe Angst vor fremden Hunden. Warum habe ich Angst vor fremden Hunden? Ich wurde mal als Kind von einem Hund, wo ich nicht kenne, gebissen. Die anderen Kangals und die anderen Hunde, die hier so rumlaufen, die hier Sommer wie Winter unten sind, ja, die machen nichts. Sagte sie ja gestern auch, sagte, die sind die Menschen gewöhnt. Die kommen jetzt nur runter, weil langsam oben der Schnee fällt und die oben nichts mehr zu fressen finden. Dann tuckern die nämlich runter. Manche davon sind aggressiv, weil die Hunger haben und man ist hier im Augenblick, also heute auch. Ich sag, boah, ich habe immer so hin und her geguckt, na, ob ich da wirklich auch keinen sehe. Ich sag, was, ich sag, aber ich habe die heute auch nicht gehört. Sagt der Schatz, die haben die bestimmt wieder hochgelockt. Weil ganz oft locken die dann wieder hoch, ne? Die nehmen dann Fleisch oder so und locken die dann im Wald. Ich habe wirklich nichts gegen Hunde. Ich habe auch nichts gegen Katzen. Aber das sind schon große Hunde, muss ich sagen. Und die, ja, kennen sich nicht mit Menschen so aus, ne? Da muss man schon Angst haben. Die anderen, kein Problem. Und in Ankara wurde nämlich erst wieder ein Kind vom Hund, freilaufenden Hund, gebissen. Sowas ist wirklich nicht lustig und sowas kann auch schief ausgehen, wenn nicht gerade Erwachsene da sind. Und wenn dann 12 auf einem zukommen, na, dann ist aber wirklich Schluss mit lustig, da hast du gar keine Chance mehr. Du hast schon bei einem kaum eine Chance, geschweige denn, wenn 12 da sind. Und das Rudel hält total zusammen. Müsst ihr euch mal den Artikel durchlesen. Jetzt noch ganz kurz ein anderes Thema. Nicht nur hier in Alanya ist es kalt geworden und das gilt jetzt mal für alle. Egal, ob ihr in Österreich seid, Deutschland seid, Luxemburg seid, Italien seid, überall, wo jetzt die Kälte kommt. Auch hier in Alanya, schaut mal,
Den Artikel hänge ich euch auch. Ich habe eine kurze Bildschirmaufnahme gemacht. Der Mann hat Tatza wohl auf seiner Motorhaube gesehen, hat dann die Motorhaube aufgemacht. Da war eine Mutter mit ihrem kleinen Kitten drin. Also kontrolliert steht da auch in Türkisch. Verzeihung. Kontrolliert bitte jetzt besonders nachts. Die verstecken dann, weil es ist kalt für die. Ja, es ist wirklich kalt. Also, okay, wir haben 14 Grad, aber für die ist es kalt, besonders für die kleinen Kitten. Und die verstecken sich gern, wo die Radkappen sind, in den Motorhauben. Und da steht auch, man sollte sich morgens wirklich kurz die Zeit nehmen. Besonders in Deutschland, wo das, aber da sind nicht so viele Freilaufende, gibt es, aber nicht so viele. Nehmt euch diese Minute oder 2 Minuten, mögen es auch 3 Minuten sein. Guckt in die Motorhaube. Weil ich finde, das wäre wirklich schade. Ne? Und hier in Machenglar, ich hoffe wirklich, dass die das Problem irgendwie lösen. Weil ich bin jetzt seit 2 Tagen, 3 Tagen nicht gerne rausgegangen. Ich liebe es sonst hier, weil es hier alles sicher ist. Ne? Aber da habe ich wirklich Panik bekommen. Muss ich ehrlich sagen, ich dachte wirklich, das ist nicht, also falls jetzt jemand lacht, ich dachte wirklich, das wäre ein Kälber. Biggie hat mich dann gesagt, hä? Ich bin schnurstracks nach Hause. In der Nähe vom Nagelstudio und von diesem einen iranisches, glaube ich, ist das Restaurant. Falls was ist, weil die haben hochgeguckt und haben mich gesehen, weil die riechen die Angst schon. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, ne? Die anderen sind dran vorbeigelaufen. Ich glaube, die haben die gar nicht gesehen, so wie ich. So, euch einen schönen Abend. Ihr seht, es ist schon dunkel. Ihr bleibt alle gesund. Das wollte ich euch mitteilen. Ich weiß nicht, ob die Hunde manchmal ziehen, die Richtung Kagejak, manchmal ein bisschen Richtung Kestel. Aber die sind genau hier in der Mitte, wo wir andauernd uns aufhalten, auch im Park und so. Falls ihr hier wohnt, passt auf euch auf und seid vorsichtig. Es ist nicht mehr zu spaßen. Bis denn. Ciao, ciao.